Suche nach ihrer Mutter Benesia. Saren hatte diese nach Moveria gebracht, einen Eisplaneten. Also Leute, das werde ich alles überspringen, weil ihr könnt euch ja vorlesen, das dauert aber zu lange. Und ich musste mich um eine wütende, gefährliche öffnen. Ich konnte das Risiko nicht ein. Sarens Ober Saren, ich musste die Basis und all ihre. Rex wollte das Genophage Heilmittel für sein Volk. Ich versuch. Zum Glück ist Rex klüger. Als wir schließlich ins Zentrum der Basis vorgedrungen waren, wurde er stand es schwarz. Und es blieb auch kaum Zeit. Aber bevor wir sie zu... Es war die Sovereign. Bevor ich ihn überreden konnte aufzugeben, floh er. Ich hatte nur noch Sekunden, um mein Team rauszubringen. Ich versuchte es. Aber ich war nicht schön. Kaidan war ein guter Mann. Und sie fiel. Das war das letzte Mal, dass ich und der Großteil meines Teams verfolgten Saren. Ich würde das nie jemandem sagen. Wie viele Freunde und Verbündete. Wir landeten kurz im Hotel. Saren wusste das alles. Wir folgten ihm zur Citadel. Aber Saren wollte während die Flotten der Allianz. Ich kämpfte weiter. Der Rat befand sich an Bord der Destiny Ascension und bat um Unterstützung. Mir war klar, dass ich ihnen nur helfen konnte, wenn ich gleichzeitig die Allianzflotte der Menschen aufs Spiel setzte. Der Rat musste. Obwohl am Ende behielten wir zwar den Preis dafür. Die Verdienste der beide auf ihre Art große Anführer. Anderson wollte den Posten nicht. Ein sicheres Zeichen da. Der Krieg war beendet. Die Citadel konnte man benutzen. Ich versammelte meine Crew eine weitere. Ja Leute, das war's auch mit dem Comic. Jo. Ihr könnt ja einhalten und euch angucken, was es da gab. Also, weil das wird ja wirklich viel zu lange dauern. Und ja. Und guckt euch das an. Das ist episch. Okay, geht so. Commander Shepard wurde geboren. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter. Ich mache hier kurz einen Cut und wir sehen uns gleich. Ja, hier sind wir wieder und ja, hier ist unser John Shepard. Das ist also der Standardcharakter hier, so sieht er aus. Und ja, jetzt habe ich einen Einzel geschrieben. John, weiter. Also wir können Schnellstartcharakter männlich nehmen. Das ist dann John Shepard, Herkunft Erde, Ruf einziger Überlebender, Klasse Soldat, Aussehen wie eingezeigt, also so wie hier. Aber wir können uns einen eigenen erstellen und wir machen das hier. Also... wir machen das Standard aussehen, weil es der Story nach besser ist. Ich kann mich nicht entscheiden, entweder Soldat oder Infiltrator. Aber ich glaube, wir nehmen ja Soldat. Nee, Frontkämpfer. Ja, komm, wir nehmen Soldat. Dann nehmen wir also Raumfahrer ist ihr. Ihre Eltern haben beide im Militär der Allianz gedient. Ihre Kindheit haben sie auf Schiffen und Raumstationen verbracht, weil ihre Eltern immer wieder versetzt wurden und nie länger als ein paar Jahre an einem Ort blieben. Sie sind dann in die Fußstapfen ihrer Eltern gestiegen und haben sich mit 18 Jahren zum Militärdienst verpflichtet. Sie wurden auf Mindoir geboren, einer kleinen Grenzkolonie in der Attika Traverse, und wuchsen auch dort auf. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenhändler Mindoir und ermordeten ihre Eltern, ihre Freunde und Familie. Und eine Allianzpatrouille rettete sie und einige Jahre später gingen sie zum Militär.
Sie waren ein Waisenkind und wuchsen auf der Straße der großen Megatropolen der Erde auf. Sie entkamen der Welt der Kleinkriminalität und des organisierten Verbrechens, indem sie sich mit 18 Jahren bei der Allianz zum Militärdienst verpflichteten. Also ich würde mal sagen, wir wählen das hier, weil, ja, keine Ahnung. Nee, eigentlich gefällt mir das am besten. Während ihrer Dienstzeit endete einer ihrer Missionen mit einer Katastrophe. In einer lebensbedrohlichen Lage mussten sie körperliche Qualen und psychologischen Stress ertragen, der die meisten Menschen endgültig zerstört hätte. Doch sie überlebten, während alle ihre Kameraden fielen. Und jetzt können sie nur noch davon berichten. Kriegsheld, schon früh in ihrer Militärzeit standen sie in einer weit überlegenen feindlichen Streitmacht gegenüber. Sie haben ihr Leben riskiert, um ihre Kameraden zu retten und den Feind zu besiegen, obwohl ihre Chancen gleich null waren. Ihre heldenhafte Tapferkeit hat ihnen Orden und die Anerkennung der Allianzflotte eingebracht. Rücksichtslos in ihrer ganzen militärischen Karriere galt für sie nur eine einzige unverrückbare Regel. Der Job muss erledigt werden. Sie wurden als kalt, berechnend und brutal bezeichnet. Ihr Ruf skrupelloser Effizienz lässt Kameraden oftmals von ihnen abrücken. Aber wenn Scheitern keine Option ist, sind sie die erste Wahl. Okay, Kriegsheld. Und ja, wir können uns Bonuskraft aussuchen. Panzerbrechen der Munition, da hat man mehr Schaden gegen Panzer und ja, biologische Gegner, glaube ich. Barriere ist, das schützt ein, also das stärkt die Barriere. Schmettern ist, da hebt man den Gegner hoch und wirft ihn runter. Verstärkung, keine Ahnung, das hatte ich noch nie, das auch nicht. Das Energieentzug, das entzieht Gegner mit Schild Energie und wird auf dein Schild übertragen. Aufspalten, habe ich keine Ahnung. Schreddermunition ist gegen biologische Gegner mehr links und Warp-Munition ist, keine Ahnung, also wir nehmen, glaube ich, panzerbrechende Munition. Ja, weil das am geilsten ist. Ja, annehmen. Bestätigen. So, ich musste mit dem Finger knacken, damit ich besser spielen kann. Wir sehen uns gleich wieder. Miranda, ich glaube, er wacht auf. Wilson, er ist nicht so weit. Geben Sie ihm das Beruhigungsmittel. Shepard, nicht bewegen. Einfach liegen bleiben. Ganz ruhig. Herzfrequenz steigt. Gehirnaktivität mit vollem Ausschlag. Die Werte sind gleich im roten Bereich. Es funktioniert nicht. Noch eine Dosis, sofort. Herzfrequenz sinkt. Werte gleich wieder im normalen Bereich. Ich hab doch gesagt, ihre Schnittwerte sind kalt. Öffnen Sie es nochmal. Aufwachen, Commander. Shepard, hören Sie mich, raus aus dem Bett, sofort. Die Anlage wird angegriffen. Shepard, Ihre Narben sind noch nicht verheilt, aber Sie müssen sich jetzt in Bewegung setzen. Die Anlage wird angegriffen. In dem Spind auf der anderen Seite ist eine Pistole. Schnell! Greifen Sie sich die Pistole an. Haben keine Zeit, auf den Schwein zu warten, Shepard. Schnappen Sie sich Ihre Waffe und die Panzerung. Kopf runter, Shepard. Schützen Sie sich vor der Explosion. Ja, Leute, da sind wir auch schon mitten im Gefecht. Und ja, wie geht's? Das Sicherheitssystem, um sie zu töten. Suchen Sie ein Thermomagazin für Ihre Pistole. Ja, erstmal auch noch laden. Sie haben anscheinend eine Barrikade. Achtung! Okay, eigentlich hilft die Munition gegen die besser. Und zwar die hier. Weiter, wir müssen sie zu den Shuttles bringen. Ja, Mann. Beruhige dich. Sie die Max ausschalten.
Ja, das war so eine Fähigkeit, also die habe ich noch nie eingesetzt, weil ich noch nie Soldat war. Also... Ja, Also,